Hey Leute, willkommen zurück zu Arcanium. Ich habe mir noch mal so ein paar Gedanken gemacht, was so Gruppenzusammenstellung angeht. Ich frage mich, ob Shinso auch mit Leon funktionieren würde. Das sind ja beide im Prinzip Tanks. Die haben standardmäßig auch Tankkarten. Es kommt halt darauf an, was man für Karten bekommt. Also wir haben schon bei Leon gesehen, der kann durchaus auch ein paar Damage-Karten bekommen. Gut, man könnte halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das mit zwei Tanks und einem Damage-Dealer funktionieren würde, so also ohne Heilung. Eher weniger, wobei dann müsste man vielleicht gucken, dass man sich öfter mal so Orte sucht zum Heilen. Aber gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Ich glaube, das Orakel lassen wir erstmal außen vor. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich denn da umwandeln wollen würde. Vielleicht Sprint? Ich denke schon, dass sowas eher Sinn machen würde, wenn man ein paar Karten hat und sieht dann, okay, die und die Karte gefällt mir nicht, brauche ich nicht. Die kann man dann umwandeln. Ansonsten würde ich jetzt für den Moment erstmal sagen, wäre es wirklich Verschwendung. Und wir wollten hier unten hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal zum Lager. Und wir haben noch relativ wenig Karten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir verbessern zwei zufällige Karten. Verjüngung, okay. Und Sprint. Ist auch okay, mehr Schaden. Hier haben wir einen Kampf, da haben wir ein Ereignis. Gehen wir hier hin. Ereignis im Land der Nomaden. Ihr trefft auf einen alten, schwachen Nomaden, der euch gerne auf eurer Reise als Führer zur Seite stehen möchte. Er kennt diese Region besser als jeder andere und bietet euch an, euch gegen Bezahlung an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Nachdem ihr die unangenehme Stille eine Weile ausgehalten und auf eure Füße gestarrt habt, sieht er euch mit einem zahnlosen Lächeln an. Das ist ja cool. Dann kann er quasi uns sagen, wo bestimmte Sachen sind. Elitekämpfe. Okay, das ist jetzt halt auch so eine Frage. Was wäre denn davon am sinnvollsten? Beuteverstecke, Schreine oder Elitekämpfe? Oder wir können auch weiter ziellos herumstolpern. Beuteverstecke wäre natürlich schon nett. Ich glaube, ich nehme mal Beuteverstecke. Er zeichnet eine Karte in den Sand und erklärt euch genauestens jeden Felsen, jeden Kaktus und jedes Dorf in der Nähe. Ihr habt zwar das Gefühl, mehr über Usia zu wissen als er, aber ihr lauscht ihm trotzdem. Cool. Elementarschrein. Permanente Verbesserung. Ja, das klingt doch auch schon mal ganz gut. Deine Helden starten Gefechte mit Dreiwut. Das heißt, die Ultis sind schneller ready. Bresche schlagen, Wege zu Beginn jedes Zuges halbieren auf alle Gegner. Reduziert alle eingehenden Schilde um 50%. Oh, dann haben wir immer 50, dann hat der Gegner immer 50% weniger Schilde. So viel bin ich jetzt, so sehr bin ich jetzt mit Schilden auch nicht in Berührung gekommen, deswegen weiß ich nicht. Suchen, deine Chance wurde um 15% erhöht, verbesserte Fähigkeiten zu finden. 15%? Ich glaube, ich kann mit Wut mehr anfangen. Dann nehmen wir die Wut. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Quest Schatzjagd an. Abgeschlossen Schatzjagd. 200 Gold gibt das. Und da haben wir wieder ein Ereignis. Da haben wir einen Alchemist. Da haben wir dann... Ja, wir können ja direkt wieder dahin gehen. Nur sollte ich jetzt auch mal gucken, dass ich mal wieder so ein bisschen kämpfe. Da haben wir ein Beuteversteck. Die sind halt alle schon ganz schön weit auseinander. Gucken wir mal, was wir hier haben. Überladener Wagen. Ein riesiger Wagen beladen mit Käfigen und Vorräten, der an jeder Seite von Wachen begleitet wird, bahnt sich seinen Weg durch die Dünen. In den Käfigen seht ihr mehrere Bewohner von verschiedenen Lagern in der Gegend. Sie haben diese armen Seelen einfach verschleppt, um sie zu versklaven. Wir können die Sklaven befreien oder wir können sie kaufen. Hierfür kriegen wir zufälliges Artefakt, entweder oder ein zufälliges... Wir können eins wählen oder wir bekommen ein zufälliges Artefakt.
Oder wir zahlen 100 Gold. Ich glaube, ich nehme das für 100 Gold. Weil wir bekommen dann doch relativ viel Gold bisher. Dann nehmen wir das. Feuersturmballiste. Die erste Karte, die du bei jedem Zug gegen einen Gegner ausspielst, wirkt 3 Schock. Ich glaube, bei ihr hier war das doch schon so, sie hat so ein bisschen was mit Schock zu tun, ne? Das hier ist auch nicht Eis, sondern glaube ich Arkan. Oder Elektro, keine Ahnung. Aber wir haben halt noch nichts dergleichen. Schock. Lichtschaden. Nomadenstiefel erhalte ein, macht immer, wenn du Sprint oder Teleport einsetzt. Erhöht den verursachten Schaden um 1 pro Stapel. Gut, das klingt jetzt nicht so gut. Da müsste ich halt, selbst wenn ich einen Charakter hätte, der viel Sprint und Teleport benutzt, ist es nicht so viel. Wobei, für sie wäre das halt nicht so schlecht. Weil sie macht dann halt auch mit Sprint Schaden. Zoras Sehkraft. Deine Nicht-Selbst-Karten können in jeder Reihe eingesetzt werden. Oh. Oh. Das klingt ja sehr praktisch. Das heißt, ich könnte dann auch auf der anderen Seite komplett heilen. Ich glaube, ich nehme erstmal das. Mit unverhohlener Gier in den Augen stürzen sie sich auf das Geld. Während sie noch darüber streiten, wer es behalten darf, klettern sie auf den Wagen und befreien alle aus den Käfigen. So, Artefakt, du bekommst dann mal das hier. Das macht die Sache sehr, sehr einfacher. Sehr viel einfacher. Hier können wir wieder Karten verbessern, dann hätten wir da neue Gegenstände. Kaufen ist jetzt noch nicht so interessant. Gut, wir haben 500 Gold, aber legendäre Sachen kosten dann halt schon so 700 teilweise, wenn sie nicht im Angebot sind. Deswegen gehen wir mal hier hin. Und wir bessern wieder zufällige Karten Fléché und ja, das ist auch ganz okay. Hier haben wir einen Kampf. Ja gut, dann kämpfen wir jetzt erstmal wieder. Tamari-Heiler. Okay. 6 Schaden auflösen, Schild blenden. Du musst zuerst dran glauben. Stelle 6 Gesundheit zu Beginn jedes Zuges wieder. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden. Da jetzt der Schaden schon für reicht. Oder ich versuche, die hier so ein bisschen runter zu bürsten. Auf der anderen Seite, du hast halt da jetzt Sprint. Du hast Schildraub. 4 Schaden Spott, 6 Schaden. Wir können dich halt noch nicht erledigen. Aber im Prinzip könnten wir das jetzt so machen. Gift hätten wir hier. Verbrennung ist erstmal nicht so wichtig. Dornrankenhaut. Und ja, wie machen wir das? Ich würde schon sagen, auflösen. Machen wir das erstmal so. Okay, dann nehmen wir hier jetzt Satz nach vorn. Dann tauscht ihr, dann bekommt er nämlich keinen Schaden. Und wir machen jetzt hier einfach mal weiter Schaden. Ulti ist ready. Ja, die sollte ich halt nach Möglichkeit noch nicht sofort benutzen. Wegen verwundbar, weil ich habe jetzt halt schon nichts mehr. Deswegen, aber wir können mal einmal Gift nehmen. Okay, du würdest jetzt Schaden durch Brennen bekommen. Du hast allerdings auch nicht... Ja gut, Schild, Gegenwehr, Regeneration. Dann nimmst du einmal Regeneration. Und was dich hier angeht... Mehrfachtreffer.
Okay. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt doch die Ulti dann dafür. Dann bist du schon mal raus. Dann müsstet ihr jetzt auf jeden Fall erstmal tauschen. Das ist noch zwei, also... Moment, wie war das nochmal hier mit Macht? Ja gut, Multitreffer oder wie das heißt, sollte ich dann auf jeden Fall immer zuerst nehmen, um dann halt hier mehr Macht zu bekommen. Und was kannst du hier so machen? Du machst nicht allzu viel Schaden, aber irgendwas musst du halt machen. Es sei denn, du wechselst rüber. Aber dafür jetzt die ganzen Punkte verbrauchen, ich weiß ja nicht. Und was den Rest hier angeht, Schaden, Spott. Ja gut, das können wir nochmal nehmen. Dann machen wir Schaden, aber Schild brauchen wir jetzt eh nicht. So, jetzt wäre natürlich hier Schildraub super. Den werden wir sehr wahrscheinlich nicht erledigen können. Dafür reicht der Schaden halt noch nicht. Schild und Gegenwehr. Schildraub haben wir wieder. Okay, das ist super. Dann hast du jetzt deine Ulti ready. Und er macht halt keinen Schaden und die anderen machen jetzt so wenig Schaden. Wir hätten jetzt zweimal Mehrfachtreffer. Also wir können das jetzt einmal so machen. Das würde aber trotzdem nicht reichen. 6 Schaden. 4. Nee, das reicht halt nicht. Reicht halt einfach nicht, verdammt. Gut, wir hätten hier nochmal... Was machst du? Auflösen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall... Schild und Gegenwehr hast du hier. Du gehst erst nochmal darüber, dann nehmen wir jetzt hier die Ulti. So, dann tauscht ihr wieder. Und... Du machst Schaden. Dann haben wir hier Mehrfachtreffer. Mehrfachtreffer. Und einmal Satz nach vorn. Und dann könnten wir dich mit der Ulti erledigen schon. Aber ich warte jetzt erstmal noch. Verdammt. Schild, Gegenwehr. Ja gut, wir können dich jetzt hier erledigen. Mit, nehmen wir mal das. So, dann hast du hier einmal Regeneration. Und du hast die Ulti. Dann nehmen wir die auch einmal. Und ich würde fast sagen, du kannst ein bisschen Schaden machen. Hast Gegenwehr, Schild, Gegenwehr. Einmal die Ulti und du kannst dann nochmal Schaden machen. Das Schild sollte halt jetzt auch kein Problem sein. Schaden und Spott, Schild und Gegenwehr. Okay. Du hast da Gift. Also Gift ist natürlich das Problem, dass das dann erst für die nächste Runde dann zählt. Also der Gegner kann dann auf jeden Fall nochmal Schaden machen. Wir müssen jetzt 10 Damage machen und das sollte halt auch kein Problem sein. Wir tauschen mal, dann haben wir hier einmal Doppelschlag und das war's.
Gut. 65 Gold und was für eine Fähigkeit? Geistesschutzsiegel. Zwei Schutzsiegel, ziehe eine Karte. Erhöht Schild und Heilung um 50%. Hat halt sonst nichts. Am Anfang ist das jetzt noch ein bisschen blöd. Wir haben halt nicht so viel AP. Geisteskokon wäre hingegen echt nicht verkehrt. Wegducken, ziehe eine Karte pro Gegner, der auf dich zielt. Nee. Also jetzt von diesen Anfangsoptionen. Das könnte halt mit dem Geistesschutzsiegel später noch sehr nett werden. Aber ob ich das jetzt schon nehmen will... ist halt die Frage. Also das sieht schon relativ stark aus. Und sobald wir wieder einen Essenzpunkt bekommen, wollte ich eigentlich wieder Angorn den als erstes geben. Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Ist halt auch seltener, von daher. Nur der derzeitige Nutzen liegt, glaube ich, so, naja, nicht bei null, aber... so nett das auch ausschaut, ich nehme mir das hier, Schild und Regeneration, weil zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, was ich noch bekommen werde, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf Nummer sicher. Gut, und in so einer Situation ist es natürlich dann am besten, ich nehme erstmal die Mitte, dann sehe ich auch noch, was wir hier haben und dann könnte ich gucken, wo ich dann genau hin will. Beute versteckt ist sowieso nie verkehrt. Beschwichtigungstrank. Interessant. Artefakt, Nomadenstiefel, mehr Macht für Milady. Wäre jetzt gar nicht mal so blöd. Jakir-Schild. Halte 3 Schild, immer wenn du eine Licht- oder Elementarkarte spielst. Die Frage ist jetzt halt... Es steht hier nicht. Doch, Licht. Ach nee, Moment. Elementar ist rot. Ist im Prinzip vom Symbol her ist es halt Feuer. Und das haben wir halt mal überhaupt nicht. Okay, Licht haben wir, glaube ich, auch nicht. Nee, habe ich gar nicht. Kurzschwert, ziehe eine Karte, wenn du zum ersten Mal in deinem Zug eine Nahkampfkarte ausspielst. Auch nicht so verkehrt. Nomadenstiefel oder das Kurzschwert? Ich glaube, Nomadenstiefel erstmal. Jetzt zur jetzigen Phase, zum jetzigen Zeitpunkt macht Nomadenstiefel einfach, sorgt dafür, dass wir mehr Schaden machen mit Milady. Das Kurzschwert wäre halt besser, wenn wir dann noch mehr AP hätten. Ich nehme die Nomadenstiefel. So, noch ein bisschen Gold. Und du bekommst dann hier die Nomadenstiefel. Gegenstände. Ist ausgerüstet. Du kannst dann hier Geisteskokon schon mal ausrüsten. Ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt müssen wir schauen... Gut, wenn wir hier lang gehen, hätten wir direkt einen Splitterkampf. Ich weiß nicht, ich habe immer noch nicht genug Schaden, dass ich wirklich sagen würde, okay, ich mache jetzt einen Splitterkampf. Hier unten haben wir halt noch, da können wir Karten bekommen. Alchemist haben wir da, wir haben jetzt 651 Gold. Gehen wir hier unten lang, dann haben wir hier da auch dann da schon wieder einen Kampf. Was haben wir denn hier als Ereignis? Glasklar. Ein glasklarer Teich voll reinsten Wassers erwartet euch, umgeben von dichten Palmen am Fuß einer hohen Düne. Tauche sofort ein, ohne dich um etwas anderes zu kümmern. Verbessere 2 gewählte Fähigkeiten, 50%. Verbessere 1 gewählte Fähigkeit. Du gehst weiter, das ist zu schön, um wahr zu sein. Nee, warum sollte ich das nehmen? Das ist doch halt irgendwie überhaupt keine Option. Doppelschlag? Ja, das ist auf jeden Fall...
wäre das natürlich schon sehr nett, hier Doppelschläge zu verstärken. Auf der anderen Seite, was hätten wir denn hier noch so im Angebot? Was bringt denn wirklich viel? Das wären 4, das, ja, nee. Geisteskokon, das wären 8 Schild und 6 Regeneration. Das wird würde die für die 2 Mana-Kosten auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke stärker machen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir ein bisschen mehr Schaden zusammenbekommen. 2 Mehrfachtreffer, dann sogar 3 Schaden. Das wären 6 Damage. Ich glaube, ich nehme hier einmal so einen Doppelschlag. Gut. Angriff, Elitekampf. Dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Plus 50% Gegner-LP. Das könnte ein bisschen dauern. Elite-Sandelementar, Elite-Jakir-Jäger, Elite-Grabkriecher. Du hast am wenigsten Lebenspunkte. Ich muss jetzt, genau, ich gucke jetzt erstmal. 9 Schaden auflösen. Schild, Schild. Schild in einem Bereich. Was hast du hier? Verbrennung. Verwunden. Ich glaube, der muss als erstes dran glauben. 12 Schaden halbieren. Schildreduktion. Wow. Ich glaube trotzdem hier, er mit seinem Brennen muss als erstes dran glauben. Das ist natürlich schon irgendwie keine so nette Kombination. Okay, du würdest direkt jetzt schon 12 reingedrückt bekommen. Wir haben Satz nach vorn, das ist gar nicht mal so verkehrt. 4 Schaden und Spott. 4 Schild, Gegenwehr. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das nehmen wir einmal. Dann nimmst du jetzt hier einmal Satz nach vorn. Moment. Sprint, 5 Schaden. Ja, machen wir das so. Dann hätten wir hier noch 2. Das heißt, einmal den normalen Doppelschlag. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Macht. Dann machen wir jetzt 2 Mehrfachtreffer mit 5 Damage. Und die Ulti haben wir ready. Die ich mir dann halt jetzt erstmal wieder sparen sollte. Ihr werdet mal wieder wechseln. Und du hast Regeneration und Gift. Das heißt, ich gebe dir hier erst nochmal Regeneration mit. Und könnte ich halt direkt nochmal machen. Oder ich spare mir das erstmal. Nee, gut, dann hast du eh noch genug AP für den Moment. Wir haben halt hier Macht in Kombination mit der Ulti. Aber wir können jetzt eh nicht mehr dahin wechseln. Deswegen, ja gut, lassen wir das erstmal. Das hier war mit Schwächen, genau. So, dann haben wir wieder Satz nach vorn. Du hast Schaden und Spott. Schild, Gegenwehr. Dann nehmen wir erstmal wieder hier Satz nach vorn. Dann haben wir das nochmal. Und einmal das. Soviel zum Thema, ich wollte die Ulti zuerst benutzen. Ihr könntet jetzt mal wieder wechseln. Ah, du würdest dann 5 Damage bekommen. Das wäre auf jeden Fall noch vertretbar. Du bekommst jetzt gar keinen Schaden. Du hast hier... Das wird auf jeden Fall reichen mit Regeneration oder 4 nehmen 4 Schild und Gegenwehr. Aber ich glaube, ich nehme dann doch lieber das... Schaden, Schild, Gegenwehr. Nehmen wir mal das. Sieben Verbrennung.
Schildraub. Okay, du hast jetzt Schild und Gegenwehr und zweimal Gift, was jetzt ein bisschen blöd ist. Und du würdest halt jetzt echt viel Schaden kassieren. Nee, dann machen wir das. Die Karte kann ich natürlich nicht spielen, ne? Nein, verdammt, dann kriege ich mehr Verbrennung. Okay. Wir müssen dich halt erledigen. Dann machen wir das so. Schild und Gegenwehr, um den Schaden so ein bisschen zu reduzieren. Oh, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so blöd mit der Ulti. Einmal bitte das. Du gehst wieder darüber. Wir könnten das natürlich jetzt noch so machen. Müsste ich halt jetzt auch direkt noch nicht spielen. Ich könnte Verbrennung in einem Bereich. Das ist natürlich auch schon ein bisschen bitter. Gut. Einmal nehmen wir einmal Gift. Das bleibt jetzt erstmal so. Und mit der Ulti von Angorn konnten wir halt auch Verbrennen entfernen. Okay, dann haben wir hier Doppelschlag einmal und zweimal verbrannt. Ich kann diese Karte nicht spielen. Wann verschwinden die denn? Schild und Gegenwehr, ja. Die Frage ist nur, 4 Schaden Spott. Ihr könnt natürlich jetzt den ganzen Schaden auf sich ziehen. Machen wir das mal so. Dann bitte einmal hier die Ulti. Und Schild und Gegenwehr. Schild und Gegenwehr. So, du hast jetzt noch 3. Ich werde jetzt auf jeden Fall das nehmen. Da können wir dich nämlich erledigen. So. Und als nächstes sollte er, glaube ich, dran glauben. Das heißt, du gehst schon mal dahin. Bekommst noch mal das und das war's dann erstmal. Also Angorn sollte das bei Milady auf jeden Fall gegenheilen können. Ich hoffe jetzt, genau, wir kriegen Satz nach vorn. Das heißt, wir können auch direkt nach rechts wechseln. Den werde ich eh nicht wieder kaputt kriegen. Das heißt, wir haben jetzt hier Verjüngung und Regeneration. Das kann er nur auf sich selbst machen. Das kann er auch nur auf sich selbst machen. Am besten wäre es natürlich, wenn er jetzt Schaden bekommen würde, aber die stehen jetzt gerade alle echt ein bisschen doof. Ich kann jetzt hier erstmal Satz nach vorn nehmen. Dann machen wir einfach erstmal damit Schaden. Dann haben wir hier noch so einen Doppelschlag. Und die Ulti. So, dann hast du jetzt hier noch Verjüngung. Und nochmal Verjüngung. Ihr könnt dann mal tauschen. Und er kann jetzt hier mal ein bisschen Schild und Gegenwehr nehmen. So, dann bekommt er keinen Schaden. Du hast die Ulti. Lassen wir jetzt erstmal so. Als erstes nehme ich jetzt hier die Ulti.
bist du jetzt nämlich verwundbar und wir haben hier einmal Doppelschlag, um mehr Macht zu bekommen. Verbrannt. Schild und Gegenwehr, okay. Drei Schaden, Schildraub. Wir sind geschwächt, beziehungsweise er ist geschwächt. So, du gehst darüber und 4 Schild und Gegenwehr. Nehmen wir mal das hier. Dann hast du dein Ulti ready. Und die werden wir dann direkt aktivieren. Dann hast du jetzt hier noch 2. Wir können direkt Schaden machen oder machen das erstmal so. Dann kriegen wir auch mehr Schild. Ja, dann bleibt es erstmal so. Die müssen halt irgendwie schon sehr oft hin und her wechseln. Das ist halt echt ein bisschen blöd von der Kombination. Weil Milady hat im Gegensatz zu Aurora halt auch sehr viele Nahkampfkarten. Das ist halt so ein bisschen das Problem hier gerade. Doppelschlag ist ja schön und gut. Schild und Gegenwehr. Du brauchst jetzt eigentlich erstmal gar nichts machen. Dann hast du jetzt hier Schaden und Schildraub. Moment, wenn du jetzt rüber gehst, du benutzt jetzt hier Spott und ja, das kann ich, ist halt Nahkampf. Okay, Schild und Gegenwehr. So, du gehst darüber, dann hast du hier noch Schild und Gegenwehr. 6 Schaden ist erstmal sind. Ja, ich könnte im Prinzip auch seismischer Schlag rausnehmen, weil die 6 Damage dann spare ich mir die AP lieber für andere Sachen. Gut, einmal Doppelschlag. Ja, so langsam rechnet sich das mit dem Schaden. Da haben wir wieder die Ulti. Dann dürften wir ihn jetzt eigentlich in der nächsten Runde erledigen können. Jetzt hat er nur noch Schild. Trotzdem sollte das eigentlich gar nicht mal so das Problem sein. Nehmen wir einmal Doppelschlag. Ja, bloß der Schaden läuft erstmal direkt da rein. So, 9 Damage und K.O. Geht doch. Molochschlag. Ja. Die Ulti ist jetzt auch nicht so verkehrt. Dann kriegen wir mehr Schild. Wunderbar. Dann. Du hast noch 2. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt doch mal so Schaden. Du hast jetzt Schild und Gegenwehr, Regeneration. Die sind alle soweit voll von den Lebenspunkten. Dann gebe ich dir nochmal Schild und Gegenwehr. Und ihr tauscht mal die Position. Einmal Satz nach vorn. Und dann können wir ihn erledigen. Alles klar, also bei Milady muss ich gucken, dass ich vielleicht noch irgendwie an mehr Macht komme. Und sie muss dann primär auch den Schaden machen. 160 Gold, das ist schon mal ganz nett. Geschmückter Hammer. Erhalte ein Schild immer, wenn du einen Gegner triffst. Wäre halt für Milady nicht so verkehrt durch die Mehrfachtreffer. Schulterpanzer des Bezwingers. Stelle 3 Gesundheit wieder her, immer wenn du kritischen Schaden verursachst, bis so 2-mal pro Zug. Bisher kritten wir ja noch nicht wirklich. Flammenwächter-Eisenschuhe erhalte 2 Gegenwehr immer, wenn du die Reihen wechselst.
Mann, das ist jetzt halt echt die Frage. Ich glaube, ich nehme halt wirklich den Hammer dann für Milady. Wobei Gegenwehr könnten wir für Shinso vielleicht nehmen, aber da muss er halt auch richtig stehen, dass da jemand angreift. Aber Shinso steht ja sowieso immer primär da, wo am meisten Schaden gemacht wird. Ja, wenn er zweimal die Reihen wechselt, einmal hin, einmal zurück, dann sind das schon vier Gegenwehr. Und das hier wäre halt ein bisschen mehr Verteidigung. Das heißt, wir bräuchten weniger Heilung. Ich glaube, ich nehme den Hammer. Was haben wir hier? Ein Wappen. Drei Belastbarkeit. Wegducken. Ziehe eine Karte pro Gegner, der auf dich zielt. Sprint. Brauchen wir mehr AP. Sonnenspalt verursacht vier Schaden. Erhalte zwei Wut zusätzlich. Oh, mehr Heilung. Mehr Ulti, mehr Heilung. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Die Sache mit Belastbarkeit. Das hält halt nur dem Zug. Deswegen bin ich da jetzt nicht so der Fan von für den Moment. Ich glaube wirklich, ich nehme Sonnenspalt. Drei Belastbarkeit wären halt drei Damage weniger, wenn er hin und her wechselt. Wäre das noch mal ein bisschen mehr, das könnte sich halt auch schon dann summieren. Aber das kostet halt auch schon zwei wieder und die kostet hier gerade mal eins. Nee, ich nehme die Karte. So. Und jetzt ist die große Frage, wie machen wir das? Also Shinso und Angorn haben eigentlich immer genug AP. Ich würde wirklich sagen, der Damage Dealer hier bekommt erstmal als erstes mehr AP. So, dann müssen wir jetzt hier eben noch mal gucken. Du kannst direkt Sonnenspalt ausrüsten. Dann haben wir mit dir auch schon fast 12 Karten. Mit dir auch. Mit dir so noch gar nicht. Artefakt. Du hast jetzt schon ein Artefakt. Und du kriegst dann noch den Hammer. Jetzt auch, ich sagte ja schon primär wegen Doppelschlag. Gut, und dann sind wir schon fast wieder bei 40 Minuten. Das reicht dann aber erst auch mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.